wir eigentlich wirklich als Zwischennutzungsprojekt angefangen haben, das auch so nach außen verkauft hat, um überhaupt auf die Fläche draufkommen zu dürfen. Für uns ist eigentlich innerlich klar, weil wir wollen da gerne bleiben. Und wir wussten aber nur nicht genau, wie wir es anstellen sollen. Dann von Jahr zu Jahr wir eine politische Erlaubnis nochmal einholen mussten, die uns die nächste Saison erlaubt hat. Das heißt, all unsere Strukturen, die wir aufgebaut haben, blieben immer sehr temporär. Und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, dass die Fläche, auf der wir sind, bebaut werden soll und dadurch wir Existenzängste bekommen haben, uns stärker in stadtpolitisches Geschehen nochmal eingemischt haben. Das heißt, wir waren auf unendlich vielen Ausschüssen, Vorträgen, Unterhaltungen mit der Lokalpolitik. Das sind einfach ganz langweilige Schritte, die man dann tatsächlich machen muss, um auch gehört zu werden und darin dann halt auch seine Position einfach zu vertreten. Und das, wo wir jetzt sind, es sind halt Verhandlungsgespräche, dass uns angeboten wurde, auf der Fläche zu bleiben, also tatsächlich die Integrierung eines Zwischennutzungsprojekts langfristig in der großen Freiheit, wo wir jetzt sind, mit einem veränderten Konzept, an dem jetzt gearbeitet wird. Und wir versuchen, unsere Position so stark es geht, da Kunst zu tun. Aber das ist gerade ganz heiß. Ja. Reicht das? Ja. Ich habe eine Frage, und zwar, Sie sprachen ja davon, dass die Subsistenzwirtschaft wieder mehr ausgebaut werden sollte, als Gegenmodell zu dieser großindustriellen Produktion. Aber ist das nicht gerade das, was wir überwunden haben in unserer Gesellschaft? Oder halten Sie das überhaupt noch für wünschenswert oder realistisch in der modernen Gesellschaft? Weil diese Spezialisierung und Arbeitsteilung, die wir heute haben, eigentlich ja gerade dafür sorgt, dass wir eben diese Subsistenzwirtschaft nicht mehr betreiben müssen, weil dadurch Leute Ärzte werden können, Juristen werden können, was auch immer. Ich glaube, bei diesen Diskussionen oder bei diesen Vorträgen ist eine Problematik, dass so Begrifflichkeiten immer sehr, sehr strikt gleich gesehen werden. Und was ich gesagt habe, war, dass es quasi sich als Konsequenz ergeben könnte, wenn wir denn mehr Gärten hätten, dass dann auch mehr Leute subsistent wären. Auf der anderen Seite, das war ein Teilbereich aus dem Havanna-Film, den ich gar nicht mehr gezeigt habe, weil er zu weit hinten war. Aber da kam genau diese Frage auf, dass nämlich in Havanna mehr von diesen eher traditionellen Strukturen wieder Einzug gefunden haben in die urbane Landwirtschaft und das halt eher als Zugewinn und wieder als Gewinn für den Böden und für die sozialen Strukturen wahrgenommen wird. Und auf der anderen Seite gebe ich dir natürlich recht, es ist nicht das Ziel eine Subsistenzwirtschaft in unserem heutigen Sinne ist nicht autonom. Also es ist nicht so, dass wir alles andere auf einmal liegen lassen und uns nur noch selbst versorgen, weil wenn ich auf einmal versuche, meinen Reißverschluss mir selbst herzustellen, habe ich ein grundsätzliches Problem. Aber es ist trotzdem so, dass Teilbereiche, gerade der Ernährung, sehr leicht nochmal auf ein viel persönliches Niveau gebracht werden können. Und das bedeutet nicht, ne, wie gesagt, dass man auf einmal auf alles verzichtet, aber dass bestimmte Kreisläufe regionaler gestaltet werden können. Die Arbeitsteilung, die zur Überwindung der Subsistenzwirtschaft beigetragen hat, hat insofern oder ist so weit vorangeschritten, dass mittlerweile viele Menschen auch über viel Zeit, freie Zeit verfügen, so viel freie Zeit, dass sie nach sinnvollen Einsatzzwecken suchen. Da könnte sich dann aufgrund des städtischen Wohnsitzes das Urban Gardening gewissermaßen anbieten. Und jetzt mag ich diesen Gedanken mal weiterspinnen. Hinsichtlich der Menschen mit freier Zeit, zu viel freier Zeit, wenn ich in Richtung demografische Alterung denke oder auch ganz aktuell eine Migrationsgesellschaft, bei der Migranten über einen gewissen Zeitablauf noch nicht arbeiten dürfen und im Anschluss daran vielleicht noch nicht direkt arbeiten können, weil es vielleicht an Qualifikationen oder an Deutschkenntnissen wäre. Insofern
Urban Gardening für eine sich in diesem Sinne wandelnde Gesellschaft, demografisch alternd einerseits, aber dann von Zuwanderung auch profitierend andererseits, wäre das auch eine interessante Zukunftsoption? Ich möchte antworten, aber ich glaube, ich möchte zuerst tatsächlich in die Runde fragen und ich glaube, es gibt dazu gleich einen Kommentar. Ich habe teilweise bei der Diskussion das Gefühl, dass irgendwie das Rad neu erfunden wird, weil es in Deutschland ein Gesetz gibt, dass wenn sich Leute zusammentun und haben das Anliegen Gärtnern, dass wir ein Gesetz in Deutschland haben, das sagt, gründet einen Verein und wenn ihr den Verein gegründet habt, steht euch Land für, ich glaube, 13 Cent der Quadratmeterstellungen zur Verfügung. Das ist das Bundeskleingartengesetz. Ich weiß nicht, wie viele Gärtner der Bundesrepublik Deutschland unter diesem Bundeskleingartengesetz, wurde hier vorhin schon als Schrebergarten tituliert, in bundesdeutschen Städten agieren. Im Grunde genommen diese ganze Thematik soziales Zusammenleben und Integration und demografischer Wandel, Leute sind beschäftigt. Die ganze Welle, die wir da in den 90er hatten mit dem russlanddeutschen Pipapo, die bevölkern wirklich irgendwie mit einer Form von Subsistenzwirtschaft, die Gartenszene auch hier in Lüneburg, da kann man da irgendwie nur ja, immer wieder so die Scheibe von abschneiden. Also da habe ich teilweise das Gefühl irgendwie, dass da irgendwie so, ja, so Sachen irgendwie so parallel laufen, irgendwie die Schrebergarten, das sind Spießer und so. Aber hey, wir haben in Deutschland total die Strukturen, dass jeder, der Urban Gardening machen will, irgendwie sofort hier irgendeine Parzelle in Lüneburg haben kann. Also es mag sein, dass es in den Ballungsgebieten wie Hamburg, Berlin und Wien so ist, dass es da irgendwie schon ziemliche Kämpfe irgendwie so und sowas gibt. Aber in anderen Gebieten, irgendwie so im ganzen Osten, irgendwie, da müssen diese Gärten irgendwie zusammengestampft werden, weil es nicht mehr genug Gärtner gibt. Und gleichzeitig ist es dann wieder so, dass junge Leute irgendwie so im universitären Feld dann irgendwie da wild am Kämpfen sind und richtig Gardening und so wirklich. Verstehe ich nicht. Okay, und es ging gerade ja gar nicht in die Richtung. Aber vielleicht hier vorne, direkt dazu? Ja, genau. Mhm. Also ich denke, es gibt schon einen Unterschied zu den kleinen Gärten, wo ich ja üblicherweise eine Parzelle für mich habe, wenn nicht gerade eine Initiative sich gründet und die gemeinsam bewirtschaftet. Und gerade deswegen geht es ja auch als Spießbürgerlichkeit ist ja Zurückgezogenheit. Ich mache das für mich privat. Auch wenn die Kleingartenordnung vorschreibt, dass man in alle Gärten reingucken können soll, also sich nicht ganz abschottet, aber das ist ja im üblichen Fall, abgesehen von einzelnen Kleingartenfesten ein, zweimal im Jahr oder so, ist es nicht das Ausmaß von Kooperation, das ich von so Urban Gardening-Initiativen kenne. Wir haben ja auch eine auf dem Campus mit Bleu Farm. Und also ich denke, das ist schon ein Unterschied, aber es gibt natürlich trotzdem Parallelen. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass viele solche Initiativen sich dann auch eine Gartenparzelle im Kleingarten holen. Aber es gibt ja auch diese Stichwort Integration, die interkulturellen Gärten. Das ist ja, glaube ich, sogar fast der Anfang von solchen urbanen Gärten, die ja genau sowas zum Ziel haben. Und ich denke, die werden einen ordentlichen Vorschub kriegen. Okay. Ich überlege gerade, wie ich jetzt anknüpfen soll. Also, kommt noch einer dazwischen. Bitte. Noch einer. Macht noch. Also das war ja eben auch erstmal relativ provokativ angefangen, das Statement, dass durch diese Spezialisierung inzwischen viele Leute sehr viel Zeit haben. Das wird ja jetzt auch gerade noch sehr weiter diskutiert, wie das mit dem Zeitwohlstand vielleicht aussehen könnte, wo man dann genau auch also wirklich mal die Zeit hätte, um subsistenter für sich selbst auch handeln, Gärtnern, Dinge reparieren zu können. Ich denke, da sind wir zu großen Teilen noch weit von entfernt. Bisher ist es im Moment im Alter so, dass Rentner dann doch oft irgendwie mehr Zeit haben und auch wenig, also dadurch, dass sie keine Arbeit mehr ausüben, auch den Sinn so ein bisschen verloren haben. Und deswegen geht es für mich auch in die Richtung, fast wie in Detroit oder in diesen schrumpfenden Städten, um neuen Sinn zu geben sozusagen, wer das für älter werden sollte. In Deutschland müsste da, glaube ich, noch ein weiter Weg gegangen werden, um solche Projekte wirklich zeitwohlstandmäßig nebenher bzw.
mit viel mehr Engagement auch betreiben zu können, diese Subsistenz. Ich hatte mich noch gemeldet, ja, ich wollte auch nochmal auf Sie vorher eingehen und das, was Sie gesagt hatten, unterstützen. Für mich ist Schrebergärtnern oder einen Schrebergarten zu haben auch etwas, da gibt es einen Unterschied zu Urban Gardening in dem Sinne. Sie hatten ja in Ihrem Vortrag auch gesagt, dass es etwas zu tun hat mit dieser Bewegung, wir holen uns städtischen Raum zurück, und etwas zu tun hat mit Entanonymisierung der Stadt und ja, auch Teilhabe, Kooperation eben. Und das hat dieses Schrebergärten, diesen Spirit eben einfach nicht. Und deswegen ist es was anderes von dem her. Es hat zwar auch vielleicht den ökologischen Effekt und es ist auch sozusagen, was auskommt, ist das Gleiche, aber es ist einfach eine andere Idee dahinter. Ja. Also ja, ich stimme den drei Vorrednern eigentlich sehr zu. Ich finde es tatsächlich ein neues Phänomen und doch sehe ich so ein bisschen, wie du gesagt hast, dass ganz viele Prinzipien versucht werden, neu erfunden zu werden. Dass es halt um diese Tauschmechanismen gibt, gemeinsam kochen, gemeinsam Zeit verbringen, gemeinsam etwas tun, was früher irgendwie selbstverständlich war, auch aus einer Notwendigkeit heraus vielleicht erstmal entwickelt werden muss und dann aber auch über Generationen gepflegt wurde und dann Stück für Stück, glaube ich, auch verschwunden ist. Das heißt, ich glaube, wir müssen das Rad tatsächlich ein bisschen neu erfinden, weil das, was mit den Schrebergärten ist, sie stehen halt hauptsächlich leer. Es gibt sie, aber sie stehen leer am Stadtrand und die Leute sind irgendwie anders, irgendwo anders und oder wollen halt nicht alleine die Bewirtschaftung. Und das, was wir dann wieder da reinbringen, ist nichts Neues in dem Sinne, aber es gibt vielleicht so einen kleinen Stups nochmal in die richtige Richtung zu sagen, eigentlich ist das alles gar nicht so schwer. Ne? Also eigentlich können wir auch Zeit zusammen verbringen. Und diese Zeit können wir auch zusammen verbringen mit Menschen unterschiedlicher ökonomischer, mit unterschiedlichen ökonomischen Bildungsstand, mit wie auch immer. Also auf jeden Fall mit unterschiedlichen Menschen, die auch aus unterschiedlichen Kulturen und Nationalitäten kommen. Und trotzdem, glaube ich, darf man einfach nicht zu illusorisch darauf sein. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Projekte auf einmal eine Oase für alle sind und da kommen alle Flüchtlinge hin und fühlen sich wohl und alle sind ganz, ganz toll miteinander. Ich glaube, viele dieser Projekte wünschen sich das genauso, weil sie diese Idee des Gemeinsamen sehr hoch halten. Und trotzdem erfordert auch das einfach eine Strukturbildung, ein sich kümmern, das wieder sehr viel Zeit erfordert, dass entweder viele dann aus dem akademischen Raum, die da reinkommen, gar nicht haben, und oder Menschen, die viel Zeit haben, oft einfach auch überfordert sind, warum sie da jetzt auf einmal Strukturen aufbauen sollen für Sachen, die ganz selbstverständlich für sie sind. Also ich glaube, das geht in viele Richtungen. Eine letzte Frage? Hier ist eher noch ein Kommentar. Also, mir ist jetzt auch so ein Rad neu erfinden und dem ganzen Thema eingefallen. Ich glaube, es geht auch nicht darum, was Neues zu erfinden, sondern es ist ja so, das gibt es ja in ganz vielen Themen. Also ob es jetzt um zum Beispiel Geschlechtergleichstellung geht oder um soziale Fragen oder um ökologische Fragen. Es ist ja nicht so, dass die Fragen nicht schon gestellt worden sind oder dass da nicht schon eine Bewegung da war, aber ganz oft sind die entweder untergegangen oder sie haben zwar Sachen erreicht, aber es ist noch nicht komplett so erreicht, wie man sich das vielleicht wünscht. Und deswegen ist es ja nichts Schlechtes in dem Sinne, sondern eher schade, dass es immer noch in Anführungszeichen so klein und teilweise vielleicht nicht perfekt organisiert ist, aber ja umso besser, dass es immer noch wieder auftaucht und mit neuen Ideen versehen wird. Also ich finde, es ist eher was Gutes. Ich meine, besser als wenn es überhaupt keine Bewegung in der Richtung gäbe und alles praktisch für die Katz gewesen wäre. Im Sinne dieses Kommentars würde ich gerne anschließen. Wir haben in dieser Vorlesungsreihe mehrfach, das heißt an mehreren Stellen festmachen können, dass wir zur Lösung der aufgezeigten Probleme zwischen Lebensmittelproduktion und Lebensmittelkonsumtion häufig nicht nur den Kopf brauchen, sondern auch die Hand. Die Hand, um etwas zu tun, aber auch die Hand, um dadurch etwas zu lernen. Also mehr als einmal ist der Gedanke aufgetaucht, dass eigentlich in den
Schulen selbst das Anbauen, das Farming, das Gärtner wieder eingeführt oder gestärkt werden müsste, aber auch das Kochen. Also Kochunterricht ist aus unseren Schulen weitestgehend verdrängt. Und dieses Lernen über Produktion und Konsumption von Lebensmitteln, das kann man eben tatsächlich auch über die eigene Betätigung sehr wirksam an den Mann und an die Frau bringen oder an den Jungen und an das Mädchen. Und da wir lebenslang lernen und eben nicht nur in der Schule, könnte vielleicht in dieser Hinsicht Urban Gardening, so ähnlich wie Sie es gesagt haben und wie es auch in den ersten Videostreifen sehr deutlich formuliert worden ist, Urban Gardening könnte in dieser Hinsicht ein Mittel sein, um Einsichten zu gewinnen in Produktionskreisläufe. Ihre Problematiken, wenn Sie mit Chemisierung einhergehen, aber auch über Lösungsmöglichkeiten hinsichtlich der biologischen Orientierung. Ich glaube, von daher haben wir mit diesem Urban Gardening einen ganz großen Schatz, den wir ausbauen können, eigentlich auch ausbauen müssen, auf der Gesamtebene einer nachhaltigeren Lebensmittelproduktion und Konsumption einen großen Schritt voranzutreiben. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank für Ihren heutigen Input, ganz herzlichen Dank, dass Sie wieder bei uns gewesen sind. Nächstes Mal geht es dann in eine große Abschlussdiskussion mit dem Minister, der hier in Niedersachsen für dieses Themenfeld zuständig ist, und auch mit zwei Wissenschaftlerinnen. Wissenschaft trifft Politik im Rahmen einer Diskussion, die hier im Hörsaal stattfinden wird. Und ich stehe hier vor der Aufgabe, die noch einige ziemlich große Probleme für mich bereiten. Werde versuchen, all das, was wir bisher in verschiedenen Einheiten der Ringvorlesung gehört haben, so irgendwie ganz kurz, in 2-3 Minuten auf einer PowerPoint-Folie zusammenzufassen. Ich weiß noch nicht, ob mir das gelingt. Bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.